Guten Abend, liebe Freiburger und Freiburgerinnen, sehr geehrter Herr Dr. Martin, sehr geehrter Herr Ost-Freiburg, sehr geehrter Herr Bürgermeister Watzlaw. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und außerdem ist es mir ein Anliegen und eine Herzenssache, mit Ihnen die 450-Jahr-Feier zu einem würdigen Fest werden zu lassen. Das verspreche ich Ihnen hier von ganzem Herzen. Herr Dr. Matthä und der jetzige Kreistag stehen voll dahinter. Wir werden uns mit aller Mühe dieser Aufgabe widmen. Dessen können Sie sicher sein. Liebe Treuburgerinnen und Treuburger, ich bin gestern zur ersten Vorsitzenden gewählt. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Irmgard Klink, eine geborene Meißner aus dem Bauerndörfchen Schwalch, Kreis Treuburg. Ich bin 1944 noch dort geboren und ging mit meinen Eltern auf die Flucht. Über viele Stationen kam ich dann mit meinen Eltern am Niederrhein an. Dort habe ich jetzt geheiratet und zwei Söhne. Selbst bin ich Betriebswirtschafterin. Einer meiner Söhne ist Oberstudienrat. Der andere ist Diplom-Ingenieur. Ich bin ebenso wie Herr Dr. Matthä 12 Jahre in der Kreisgemeinschaft und führe bis dahin die Geschäftsstelle. Ab gestern bin ich erste Vorsitzende aus den eben genannten Gründen. Und ich hoffe, dass ich es eben würdig, bestimmt nicht, aber in etwa angleichen machen kann wie Herr Dr. Matthä mit seiner Unterstützung. Ich bitte herzlich darum. Neben der Aufgabe, die wir in Treuburg erfüllen, die uns allen sehr am Herzen liegt, haben wir aber noch diesen Kreistag. Und die Aufgaben des Kreistages möchte ich einmal kurz erwähnen, was wir 12 alle so machen. Wir, die Kreisgemeinschaft, haben uns zur Aufgabe gemacht, die Kontakte zu unserer Heimatstadt zu pflegen und uns gegenseitig gute Einverständnisse zu begegnen. Die bisher geleistete Arbeit durch Herrn Dr. Matthä hat uns einen Weg aufgezeigt, auf den wir weitergehen möchten. Die Kontakte zur Deutschen Gruppe in Treuburg liegen uns besonders am Herzen. Durch die alljährlich überreichte Bruderhilfe, bestehend aus ihren Spenden und Zuschüssen der Landsmannschaft Ostpreußen, können wir unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Auch Hilfstransporte werden durchgeführt und viele andere tragen mit dazu bei, eine Verbindung zu Treuburg zu erhalten. Ein besonderer Schwerpunkt in unserer Kreisgemeinschaft ist die Redaktion. Hier hat Günter Posio die Aufgabe übernommen und führt diese in Zusammenarbeit mit Herrn Förster durch. Jede Ausgabe ist brillant geschrieben und kommt bei allen Lesern sehr gut an. Der nächste Punkt sind Grundlagen der Versanddatei, die aus unserer Kreisdatei entstammen und die intensive Pflege bedarf einen immensen Zeitaufwand. Inzwischen verwalten wir 27.000 Datensätze. Diese werden eingepflegt und noch ergänzt mit Kriegstoten und mit den Seelenlisten. Das nächste ist die Archivbetreuung als Schwerpunkt. Hier liegen Urkunden, Berichte, Fotos und Gegenstände, die unsere Eltern unter schwierigsten Umständen retten konnten. Oft sind es Einzelstücke, aber dennoch wird alles aufbewahrt. Alles ist Zeuge seiner Geschichte. Der nächste Punkt ist unser Internetauftritt. Er findet großen Anklang. Circa 1000 Besucher haben wir monatlich auf unserer Seite. Zudem haben wir noch Fluchtberichte zu erfassen, Dorfpläne zu digitalisieren, Daten abgleichen, Gratulationen zu hohen Festtagen schreiben. Sie sehen, es ist viel zu tun. Wir arbeiten alle ehrenamtlich in unserer Freizeit.
Das, meine Damen und Herren, ist in kurzen Stichworten ein Überblick unserer Arbeit. Ich danke Ihnen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir die Tanzgruppe bitten möchten, auf die Bühne zu kommen. Bitte sehr herzlich. Ich möchte uns vorstellen, wir sind die Tanzgruppe der Landsmannschaft Ost- und Westpreußen, Kreisgruppe Leverkusen, die Flotten Magellchen und im Moment ein Hofe. Unser Motto heißt, viel Bewegung auch im fortgeschrittenen Alter. Und Tanzen ist eine Möglichkeit von vielen. Dabei vergessen wir nicht die Tänze unserer Heimat. Wir tanzen aber auch internationale Tänze gerne. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die Einladung bedanken. Danke, vielen Dank. Ich soll Ihnen auch viele Grüße ausrichten von unserem Vorsitzenden, Herrn Mitchell. Er wäre gerne gekommen, aber er musste an anderer Stelle präsent sein. Er wünscht Ihnen einen sehr schönen Tag und alles Gute.